Meine Herren, aber ich denke, vielleicht haben wir es jetzt so langsam wieder überwunden. Also in Immenreuth auf jeden Fall kommt wieder Essen ran. Wir wollen auch neue Häuser bauen. Da werden wir jetzt auch darauf achten, dass wir die Gärten nochmal ein bisschen größer ballern. Weil die Felder sind es. Die sind es, glaube ich. Und ich glaube auch durch diese Äpfel hier ballern wir richtig Essen nach. Zumal dem. Habe ich ja eben einmal schon mal gezeigt. Allein durch die Äpfel haben wir 128 Äpfel. Wie crazy ist das? Also die sind auf jeden Fall sehr worth it. Wenn wir dann jetzt nochmal so große Gemüsegärten machen. Schmeckt schon anderswo. Aber die Frage ist, wo extenden wir die Stadt? Hier? Hier mittendrin? Boah, können wir machen zum nächsten Königsweg so ein bisschen, ne? Ist vielleicht auch eine ganz coole Form, wenn wir das hier noch voll bauen. Ich glaube, ja, also hier bin ich ganz zufrieden mit. Ich glaube, wenn wir hier noch das voll bauen, ist, glaube ich, cool. Okay, cool. Ich glaube, da bin ich in. So. Mal von der Seite. Ja. Mach mal bitte bis hier erstmal. Oder, ja, sonst machen wir bitte parallel zu der Straße. Hold up. Warte mal. Der Garten wächst, wirkt aber auch sehr klein, ne? Ich frage mich wirklich, warum das hier denn nicht auch alles in der Mitte Garten sein kann. I don't get it. Machen wir einmal so. Machen wir trotzdem einmal so. Dann muss ich kurz mal mit dem Weg ein bisschen hier gucken. Machen wir mal hier eine Verbindung. So. Wunderbar. Infrastruktur ist am Start. Jetzt wird es Zeit eigentlich für die ganz großen Gärten. Okay. Oh, da, guck mal, jetzt werdet ihr aber richtig staunen. Pass auf. Zack. Wollen wir das so machen? Wenn nur ein Haus mehr, dann haben wir vier sehr große Gärten. Das heißt, wir extenden so ein bisschen die Stadt nach da, ja. Vielleicht machen wir dann hier so mehr kleinere Häuser und hier die großen Gärten. Passt vielleicht auch dann, wenn wir dann im Hintergrund die Felder haben. Neue Häuser brauchen wir so oder so. Haben wir gerade eh nur einen Bauarbeiter, sehe ich gerade. Machen wir sonst erstmal einen zweiten dazu. Das auch raus und entlassen. So, wie schaut hier aus? Wir sind wieder bei 2 Monaten. Das Brot ist da. Perfekt. Okay, Leute, wir können uns wieder alle beruhigen. Ne? Kommt mal alle runter jetzt. Wir haben es geschafft. Erstmal ist wieder gechillt. So, Flachs übrigens sieht sehr geil aus. Erste, sieht das auch anders aus? War vermutlich, oder? Erste. War gefühlt nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall, wir bekommen dieses Jahr 1, 2, 3. 3, 4, 5-mal Weizen nochmal. 6-mal Weizen. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht aber dann für nächstes Jahr, ne? Müsste es ja auch alles irgendwie fruchtbar sein. Vielleicht sonst noch irgendwo ein Feld. Warte mal. Das extenden wir auch nochmal. Das Nice ist halt wirklich in der Region, das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Die Fruchtbarkeit, du kannst halt überall anbauen, ne? Das ist ja richtig geil. So, das machen wir erstmal so, damit wir auch da später zu diesen Gruben hinkommen, bitte. Uns mal hier ein Feld gönnen, würde ich sagen. Na, wahrscheinlich zu übertrieben, warte. Ich hätte aber gerne eine Verbindung nach da oben hin, ehrlich gesagt. 1,5 morgen kann man mal machen, sage ich. Gefällt mir ganz gut. So. Juli, es wird abgeerntet jetzt schon, weil wahrscheinlich schon bei 100%, ne? I guess. Kann sein, dass es schon bei 100% war. So. Ja, also um die Felder müssen wir uns ja nicht kümmern. Das ist ja hier im Wechsel immer. Die machen das schon. Okay, Leute, ihr seid gerettet. Alter, ihr ahnt nicht, wie glücklich mich das macht. Okay. Wir kommen wieder alle runter, Leute. Es ist alles gut. Es ist alles gut. So, hier machen wir Folgendes. Aha. Vielleicht sollten wir erstmal eine gewisse Zeit lang ein bisschen Geld sparen.
Warte mal. Machen wir erstmal bitte keinen Handel. Sollte dann ja eigentlich aufhören jetzt. Damit wir ein bisschen Geld mal wirklich sammeln können, um da wieder ein paar Gärten auszubauen, weil hier fehlen eindeutig ein paar. Und wir können wieder ein paar Häuser vielleicht upgraden. Jetzt die vielleicht nicht, aber die kleinen Häuser. We need your money, please. Alles für wohltätige Zwecke natürlich. Kommt euch natürlich alles zugute, ne? Vergisst das nicht. Wählt ihr jetzt unsere Partei, bitte? Danke. Upsala. So. Sehr schön, meine Freunde. Guck mal, die haben es verstanden. Die wollen einfach abgegradet werden. Also, ganz ehrlich, ne, ich verstehe, ne, ihr wollt alle Bedürfnisse erfüllt haben, aber dass ihr dann trotzdem euch nicht upgraden lassen wollt in so ein Haus oder so eins, das verstehe ich. Naja. Generell 16 Leute aber schon unzufrieden. Ach du Scheiße. Wie passiert bitte das? Wir haben. Warum werden diese Stände nicht mehr nachgefüllt? Was ist euer Problem? Warum gibt es hier Brennholzstand? Was ist hier los? Warum ist da nichts? Wenn im Lager eigentlich voll ist. Wo ist das Lager? Hier! Hier! Ihr müsst nicht mehr 3 Meter laufen! Hä? Bruder, ihr habt ein ganzes Lager voll. Ihr müsst 5 Meter laufen. Was ist denn das? Warum füllen sie diese Stände nicht mehr nach? Arbeiten da keine Leute mehr? Offiziell? Doch, transportiert. Hier, transportiert. Wo denn, meine Freunde? Wo denn? Wo gehst du jetzt hin, mein Freund? Warum gehst du... Wo gehst du hin mit deinem Holz in der Hand? Tell me. Wo gehen die ganz hin? Okay, das gerte ich halt wirklich nicht. Weil die ganzen Brennholzhütten da drüben sind, ergibt das Sinn? Ah. Ich nicht. Wir können meinetwegen for God's sake hier noch ein Ding bauen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Vielleicht müssen wir die verteilen, aber das ist schon, wäre schon blöd, irgendwie, ehrlich gesagt. Das ist so gut, wenn voll ist. Ah, alles super. Also 15 unzufrieden, das ist schon crazy. Und hier, wo unserem wunderbaren Ort, ist alles super. Hier gibt es gar keine Probleme mehr. Essenskrise haben sie schon alle wieder vergessen. Sind alle gesund, wir haben genug Kräuter gehabt. Bin zufrieden. Übrigens kommt übrigens oben jetzt wieder Geld an. Nee. Wie kann das sein, dass ich... Handel ich jetzt immer noch mit dem Eisen? Kann ja nicht sein. Ich habe das hier keinen Handel gemacht. Wir importieren doch nirgendwo mehr, oder? Die habe ich auch ausgestellt. Export ist kein Import, kein Handel. Eigentlich müsste das Geld richtig hochgehen. Ich bin ja beobachten, wir haben jetzt 158. Aber das können wir auch eigentlich direkt mal einsetzen. Gar nicht lange rumfackeln. Gemüsegärten werden... Oh! Ich habe gerade Gemüse noch gesagt und habe auf Apfel geklickt. Oh. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Gibt es noch mehr Äpfel, aber die machen wir zu Gemüse, meine Freunde. Warm, Junge. Also wenn es jetzt hier nicht ordentlich Karotten und Kohl nächstes Jahr gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann haben die was grundsätzlich falsch gemacht. Können wir ja auch mal bauen, ne? Haben wir doch gar nicht. Ist doch ganz schick. Einfach so mittendrin hier, also bei dem Knotenpunkt hier. Wo geht's hier hin? Ja, hier geht's eigentlich so gar nicht wirklich irgendwo hin, außer zu unserem alten Gebiet. Da sind anderen beiden Straßen, sind Königsstraßen. Ich muss aber sagen, ich finde das ganz cool, dass wir hier so einen kleinen Stall einfach mittendrin haben. Und das, wie gesagt, das ist die Königsstraße, ne? Hier kommen halt die ganzen Leute vorbei, die Händler und alles. So 3 Monate Essen, was ist jetzt?
3 Monate Essen. So, ich spitze da gerade meine Ohren. Warum? Meine Freunde, da muss aber jetzt aber gleich richtig geerntet werden. Aber wir sind auch schon bei 100%. So ist es nicht. Das da geht dann gleich richtig ab, ne? Da dürfen wir ja gleich richtig viel Essen bekommen. Ich hoffe doch. So, hier unten ist jetzt alles super. Ich denke... Wo sind unsere Rehe? Ich hatte auch 4. Haben sie sich davon nicht erholt? Das ergibt doch kein... Das hätte ich auch auf 0 machen können. Warum ergibt das Sinn, dass du auf 4 machst und die sich nicht erholen? Ist das... Kann natürlich in echt sein, dass das passiert. Aber dann haben wir jetzt hier kein Fleisch mehr. Ich habe extra darauf geachtet, dass wir nicht alle wegnehmen. Wie frech ist denn das jetzt? Also ich muss sagen, das finde ich wirklich ein bisschen frech jetzt vom Spiel. Ich habe eigentlich jetzt extra darauf geachtet, dass wir eben nicht alle wegnehmen. Ich habe sogar 4 statt 2 da gelassen. Aus Sorge. So, das wird auch noch fertig. So, ja, sieht doch alles super aus. Und im September lassen wir dann die anderen Felder anbauen. Mal dem hier Lachs dran, hier ist Weizen dran, hier ist nichts dran, hier ist Gerste dran, hier ist Weizen dran. Ja, ein bisschen Weizen kriegen wir da wieder. Erntezeit hat begonnen, ja. Apropos Erntezeit hat begonnen, stimmt. Aber mit dem Thema waren wir doch. Dann baller mal bitte rein für nächstes Jahr. Danke. Es kann auch ehrlich gesagt nochmal ein Jahr angebaut werden, das ebenfalls. Falls uns da unten irgendwie die Fruchtbarkeit ausgeht, wir können einfach neue Felder bauen. Wir haben so viel Fruchtbarkeit da unten, das passt schon. Müssen wir nicht so drauf achten. Du kannst. Kannst auch. Du nicht. Kannst. Ebenfalls. Du bist absolut brach, mein Freund. Bin abgeerntet. Hier ist... Nee, kann auch. Sehr schön, meine Freunde. Hier ist schon... Ja, super, super. Also hier gibt es aber einiges abzuernten, ne? Und da kommt jetzt auch gerade wieder richtig Essen rein. I love it. Wie schaut es hier drüben aus? Mittlerweile muss ich echt mit dem Auge drauf bleiben. Es ist ja crazy. So, du bist leer. Brach, bitte. Dankeschön. Ihr habt so viel zu tun, ne? Ihr tut mir auch echt leid, muss ich gestehen. Das ist heftig. Aber es ist halt wichtig, ne? Ihr wollt ja halt auch euer Essen haben. Aber jetzt werden auch die ganzen müssen halt auch noch abgeerntet werden. Also, warte mal. Mehr Leute, mehr Leute. Ich habe ja nicht ohne Grund mehr Bauernhäuser gebaut. Hier ist alles super. Hier, das Ding können wir auch gleich brach lassen. Ding ist ready to go. Na komm, hol dir das letzte auch nochmal bitte. Danke. Ach, danke schön. Hier muss jetzt halt sehr viel nachgepflanzt werden, ne? So. Zack. Nein. Nie speichern jetzt. Warte. Zack, brach. Wir wollen nicht die kaputten Felder nochmal haben. So ein bisschen erkennst du die kaputten Felder ja wenigstens an den Look. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, also das ist ganz gut. So, guck mal, ihr habt hier noch 3 Felder, die ihr abernten könnt. Also, come on. Scheint das von der Zeit her nicht zu schaffen. Das ist ja verrückt. Noch ein Bauernhaus? Seriously? Ja, können wir schon mal fertig machen. Wir brauchen anscheinend noch eins. Hätte ich nicht gedacht. Was? Mal hier hin.
Wie schaut hier aus? Das sieht gut aus, das sehe ich gerne. Flachs ist da. Sieht es mit dem Lager aus? Ist wahrscheinlich schon gleich überfüllt, oder was? Oh ja. Wir haben wahrscheinlich auch schon ein zweites gebaut. Bin mir gerade gar nicht so sicher. So oder so, wir brauchen noch ein weiteres. Safe Call. Rüste bitte. Dankeschön. Speicher, wie sieht der aus? Alles gut. Alter, 381 Brot. Ich möchte nie wieder was von euch hören, meine Freunde. Heißt aber auch, das Ding mit dem Essen können wir jetzt offiziell einstellen. Keine Ahnung. Na, holt alles rein. 8 Monate haben sie jetzt wieder Essen. So lobe ich mir das echt. Wir haben es verstanden. Bruder, also die Felder sind ja noch voll. Hallo. Was ist denn hier? Ey, ich dachte gerade, da liegt jemand. Alter. Muss ich das jetzt irgendwie erzwingen? Weil irgendwie schaffen die das jetzt nicht. Mach bitte die hier zuerst, Leute, bevor das jetzt irgendwie verdirbt. Den Weizen hätte ich gerne. Ist auch noch ja, die müssen auch eigentlich auch alles pflügen und sowas. Ich weiß, es dauert gerade. Ich weiß. I'm so sorry. Hier, zack. Wir müssen auch noch einen Stall, glaube ich, machen. Auch da, weiß ich jetzt. Haben wir noch irgendwo einen Stall, wo Platz ist? Ich glaube nicht. Sorry fürs Hüsterlein. Gib mir noch einen Stall, bitte. Bauen wir zwei nebeneinander und machen daraus zwei Ställe, oder was? Ganz ehrlich, schade nicht. Auch in weiser Voraussicht. So, jetzt werden die Dinge endlich mal abgebaut. Dankeschön. 538 Getreide. Du kannst es dir nicht ausdenken. Wie geil ist das denn? Gut, hier kommt gleich hier noch rein. Speicher, also, ne, haben wir. Das ist gut zu wissen. Das müssen wir, glaube ich, einmal im Auge behalten. Lagerhaus sind wir ja schon im Bau. Das sieht aber noch gut aus. Kannst auch schon direkt upgraden, mein Freund. Wir können ja auch gleich nochmal neue Häuser bauen, weil wir brauchen also auch hier neue Leute. Ich denke, jetzt so wie wir das geregelt haben, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Haben aber nicht ganz dazu, alles wieder voll anzubauen, oder? Das ist hier unten auch eine knappe Kiste gewesen. Also noch mehr Felder ist schwierig. Und ich muss hier immer noch so ein Ding bauen für Bier. So, zack. Haben wir eigentlich schon eine Taverne? Nicht. Ja, auch schon mal so langsam. Können wir wenigstens schon mal bauen, oder? Können das Bier schon mal genießen. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie das mit dem Handel funktioniert zwischen... Ach, wir haben schon eine Taverne, ich bin auch doof. Wie das mit dem Handel zwischen den Städten oder zwischen den Provinzen läuft. Weil natürlich, wenn ich jetzt hier zum Biermagnat werde auf dieser Provinz, würde ich natürlich gerne das Bier hier rüber transportieren. Zu meiner Hauptprovinz, if you know what I mean. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert. Hat das hier mit diesem Handelsposten irgendwie zu tun, weil ich das doch ausländischer handeln, oder nicht? Und wie kann ich hier gewisse Routen komplett abbrechen? Das habe ich auch noch nicht ganz gerafft. Denn, zum Beispiel, wir haben jetzt hier Eisen abgebrochen. Gut, das Geld sammelt sich jetzt an. Aber diese Handelsroute, die ist ja für mich nicht mehr da. Ich kann jetzt ja keine neue Handelsroute, glaube ich, erstellen. Wie ich das, glaube ich, letztens mitbekommen hatte. Wie sieht es jetzt hier aus? Nein, eben, das solltet ihr nicht tun. Ach Leute, das solltet ihr nicht tun. Alles andere sieht eigentlich ganz gut aus. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Hier unten muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht werden, meine Freunde. Bitte. Auf jeden Fall durch das ganze Getreide sollte es gleich ordentlich zu essen kommen. Also die 4 Monate sollten sich hoffentlich gleich einfach mal in 10 eigentlich umwandeln, wenn ich ganz ehrlich bin. Recht wäre es, wenn es anders ist. Leute sind auf jeden Fall hier mittlerweile in Eichenau wunschlos glücklich. Das macht mich auch wunschlos glücklich. In dem Feld wurden sie nicht ganz fertig. Ist nicht dramatisch, dann machen wir das brav für dieses Jahr. Ihr habt ja genug angebaut eigentlich. Leck. Ist, glaube ich, alright. Das habt ihr auch nicht mehr geschafft. Aber die anderen schon. Nee, das auch nicht. Hä? Leute! Okay, dann macht das nächstes Jahr. Dann macht das im März.
So früh wie es geht. So, hier oben sind immer noch 22 Leute, die sauer sind. Hier immer noch ein Problem wegen kein Brennholz. Leute, dann müsst ihr doch einfach mal 3 Stände weiterlaufen. Ich raff es nicht. Ich weiß auch nicht, warum dieser Marktplatz das nicht anbietet. Weil, ich habe ja gerade eben schon mal zu euch hier gezeigt. Hier ist ein Lagerhaus, genau daneben. 807 Brennholz. Es ist da drin. Es muss halt nur hin transportiert werden. Wo sind die Bros? Transportiert. Ja, aber wohin? Wohin transportierst du den Spaß? Hier brauchen wir das. Hier. Will ich schon fast das Ding abzureißen, um mal neu hinzusetzen? Hab ich gehört, wäre dumm. Upsala, das war viel zu schnell. Komm nochmal her, bitte. Okay, wir sehen. Alle anderen haben Brennstoff, bis auf hier oben links. Die haben Probleme. Ist es noch ein Marktplatz? Ist es das? Boah, I doubt it eigentlich, aber ich glaube, ich muss probieren. Wir probieren es aus. Ich versuche den irgendwie so schön ein bisschen unterzukriegen. Achso, da kommt gar kein Stand raus. Okay. Ich möchte den halt schon gerne irgendwo ordentlich reinbauen. Sonst hätte ich ihn hier reingebaut, weil das hier so irgendwie weird aussieht, aber geht ja auch nicht. Eigentlich mit der Form sehr zufrieden. Was ist euer Problem, meine Freunde? Vor allen Dingen, ich gucke nochmal rauf, es sind Leute zugeteilt. Sammelt und transportiert. Die müssen das da doch hier transportieren, weil das ihr Stand ist. Raff ist nicht. Es sind 26 mittlerweile. Das heißt, es kam auch länger kein Holz mehr da an. Es ist auch nur hier das Gebiet, wo die nichts bekommen. Muss ich da wirklich einen Marktplatz einfach in der Nähe haben? Punkt aus Ende, oder was? Oder wie oder was? Weil dann, ganz ehrlich, würde ich, hier baut eine Sägegrube. Das wollte ich gar nicht. Ja, moin. Hab's drauf. Das wollte ich. Oberste Priorität, macht ihr mal da vor Ort. Vielleicht bringt das was. Brauchen wir mehr Leute wieder. Hab keine Häuser wieder. Na, da sollten wir auch Häuser wieder bauen. Brauchen die Menschen. Wir sollten echt so eine kleine Wohnsiedlung wieder machen. Es ist gerade viel auf einmal. Also ich merke das selber. Wir haben gefühlt sehr, sehr viele Baustellen. So. Trinken geht hier nicht lang. Siehst du auch gerade sehr schlecht. Leider nicht. Auf jeden Fall nicht. Ein Marktplatz. Brauche ich wahrscheinlich da oben dann doch auch wieder, oder was? Irgendwo, aber ich glaube, hier geht vielleicht noch. So, hier machen wir auf jeden Fall auch Gärten, ja, aber hier brauchen wir vor allen Dingen wieder viele Häuser. Hm. Nee. So, zack, reicht erstmal. Hoffentlich. Die beiden Bauarbeiter haben auf jeden Fall genug zu tun, I guess. Und die können, glaube ich, hoffentlich noch ein bisschen klarkommen. Das ist interessant. Also, okay, folgendes. Also, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende von dieser Aufnahmesession. Folgendes. Wir haben jetzt hier essenstechnisch, da sollte eigentlich gleich eine ganze Menge dazukommen. Genau, 591 Mehl. Da sollte gleich ordentlich Brot dazukommen, dann bin ich wieder ganz confident. Brennholz stapelt sich eigentlich ordentlich. Weiß der Geier, warum die den Mist nicht von hier nach darüber räumen, obwohl da auch Leute dieser Stände zugewiesen sind. I don't get it. Ansonsten, die große Hungerskrise in Eichenau haben wir überlebt, sogar mit Bravour, und sind absolut jetzt im Plus, was Essen betrifft. Das freut mir. Und ich glaube, das freut die Bewohner hier auch. An sich war das, denke ich, eine sehr erfolgreiche Aufnahme-Session. Wir konnten ein bisschen was wieder ausbauen. Oder eine ganze Menge sogar. Mittlerweile, wenn man rauszoomt, man sieht schon, das sieht schon ordentlich aus. Also wir haben schon echt vieles an Häusern gebaut und die Siedlungen sind echt gewachsen. Wir werden, denke ich, in einer der nächsten Folgen oder vielleicht auch ein, zwei Sessions, müssen wir mal gucken, vielleicht mal den Grafen angreifen, weil ich gerne wissen wollen würde, wie das Kampfsystem ist. Aber das haben wir jetzt schon die ganze Zeit irgendwie außen vor gelassen. Genau. Ich glaube, das werden wir mal so machen. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folgen Manorlords gefallen haben. Und ich bedanke mich nochmal ganz persönlich an euch, dass ihr immer so viele Kommentare schreibt, dass ihr mir immer so viele Hilfestellungen gibt. Das ist sehr, sehr freundlich. Vielen, vielen lieben Dank. Nehme ich immer sehr, sehr gerne an. Genau, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Außer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.